Einen Sieg und eine Niederlage können die Spielerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen bereits für sich verbuchen. Wiesbaden, die Gäste, noch sieglos in den pinken Trikots, aber mit dem besseren Start, weil sie im Angriff immer wieder den Block des Gegners nutzten und so zu Punkten kamen. Jody Williams, die Kapitänin, zum 7:5. Suhl konnte in der letzten Partie Dresden mit 3:0 schlagen und warum, das zeigten sie gegen Mitte des Durchganges. Wiesbaden immer wieder zu Notbällen gezwungen und Suhl dann souverän in ihren Möglichkeiten. Toller Angriff, Danielle Harbin mit dem 15:12. Die Schlussphase des Durchgangs dramatisch. 3 Satzbälle Suhl, aber Wiesbaden konterte. Jody Williams, was ein einer Block. Die Wiesbadenerinnen robbten sich ran und kamen in der Folge zum 24:24 Ausgleich. Danach also Satzverlängerung und auch dort ging es hin und her bis zum 30:29. Wiesbaden, das dann zum 31:29 und damit zum Satzgewinn wurde. Der Fehler der Suhlerinnen im Angriff, ein verschenkter Satz, weil Suhl selber zu viele Fehler machte und Wiesbaden am Ende die Nerven behielt. Suhl im zweiten Durchgang klarer in seinen Aktionen, schaffte es auch in schwierigen Momenten wie hier den Block des Gegners zu umgehen und zu Punkten zu kommen. Wiesbaden nicht ganz glücklich auf dem Feld agierend. Aber auch hier gab sich das Team von Benedikt Frank nicht zu früh geschlagen, kämpfte sich wieder ran und versuchte seinerseits Suhl zu Fehlern zu zwingen. Und das passierte wie hier. Ungenauer Dankeball von Danielle Harbin und in der Folge die Netzberührung der Zuspielerin Vedrana Jaksetic. Die Gastgeberinnen aber behielten diesmal die Nerven. Wieder 24:21, wieder 3 Satzbälle. Und diesmal war es direkt der erste. Netzberührung Lena Große-Scharmann und deshalb 25:21. Der Satzausgleich für den VfB Suhl Lotto Thüringen. Der dritte Durchgang. Nicht nach dem Geschmack der Wiesbadenerinnen. Zu viele Fehler, zu viele Ungenauigkeiten. Das sorgte für eine wütende Auszeit. Wenn ihr gewinnen wollt, dann seid doch selbstbewusst und versucht nicht einfach nur Fehler zu vermeiden. Das ist die Ansage von Benedikt Frank. Sein Team setzte das in der Folge zwar um, kam aber nicht mehr ran an den VfB Suhl Lotto Thüringen, der auch den dritten Durchgang für sich entscheiden konnte. Wiesbaden im Durchgang 4 also unter Zugzwang, wenn man hier noch etwas Zählbares hätte mitnehmen wollen, und man kam gut in den Satz. Nun wieder klarer in den Aktionen, konsequenter im Angriff, das 10:8. Das große Problem in dieser Partie, die Konstanz auf beiden Seiten. Keine der beiden Mannschaften schaffte es, die Leistung durchzuhalten. Am Ende gab der Lucky Punch den Ausschlag und der war auch in Durchgang Nummer 4 auf Seiten des VfB Suhl Lotto Thüringen. Wiesbaden nutzte seine Möglichkeiten nicht. Suhl im richtigen Moment in der Abwehr zur Stelle und mit der richtigen Angriffslösung. 25:22 und damit 3:1. Die Suhlerinnen auf der Erfolgswelle. 3 Spiele, 2 Siege und obendran in der Tabelle.